Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games um Check Hardware. Heute für euch mal wieder ein Netzteil am Start, aber nicht irgendein Netzteil, sondern wir haben da was ganz brandneues aus dem Hause Be Quiet bekommen, nämlich das Straight Power 11. Ja, das ist die neue Netzteilserie. Die Straight Power Serie ist ja, ja, kann man ruhig sagen, so mitunter eine der beliebtesten Netzteilserien am Markt, verkauft sich auch wahnsinnig gut, und jetzt gibt es eben eine neue Serie, die Elfer Serie, und da hat Be Quiet einiges angepasst, einiges verbessert, und das werde ich euch eben jetzt hier und jetzt in unserem Testvideo erzählen, was da alles gemacht worden ist. Und das ist jede Menge gleich vorweg. Ich werde hier in dem Video in erster Linie ein bisschen über die Technik plaudern, über die Features, die ganzen Messwerte, ja, hier Restwelligkeit, Temperatur, Lautstärke, all diese Sachen findet ihr bei uns auf der Seite im schriftlichen Testbericht auf gamesum.net. Den Test werde ich dann auch im Video verlinken, da könnt ihr euch dann diese ganzen Messwerte anschauen. Jetzt konzentrieren wir uns wirklich nur mal auf die Features und was da eben Be Quiet alles so verbessert hat. Und ja, legen wir mal gleich direkt los, denn eine der ersten großen Verbesserungen von der Elfer-Serie, das betrifft quasi so ein bisschen das Kabelgewirr. Ja, also man hat nämlich hier bei Be Quiet gesorgt, dass beim Gleichstrom sämtliche Verkabelungen oder Leitungen direkt über die Platine laufen. Das heißt, man hat hier keine zusätzlichen Kabel noch im Innenraum, ja, also zumindest die nicht für den Gleichstrom, und das ist auch ganz, ja, eine ganz nette und coole Geschichte, weil weniger Kabel heißt zunächst einmal natürlich eine bessere, einen besseren Luftstrom, ja, das heißt, die Kühlung wird verbessert. Ein zweiter Vorteil ist, ja, wo Kabel sind, da kann auch immer wieder was passieren, sich was lockern etc. pp. Das ist jetzt auch hier nicht der Fall mehr, ja, weil eben, wie gesagt, hier auch das Ganze über die Platine abgewickelt wird. Ein sehr fortschrittliches Netzteil, auch der Innenraum, ja, da habe ich dann auch noch ein Foto auf der Seite, weil wir haben das schon mal aufgeschraubt gehabt, da seht ihr dann auch ein Foto, wie es im Innenraum ausschaut, aber ich kann euch da echt sagen, das sieht alles schön clean aus, gefällt mir sehr, sehr gut, und da sieht man halt, dass Be Quiet wirklich immer vom Netzteilserie zu Netzteilserie immer wieder gute und auch Sachen verbessert, die wirklich sinnvoll sind, ja, also statt RGB-Beleuchtung, wie viele andere Hersteller, sagt Be Quiet, brauchen wir nicht, wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist, auf die Technik, auf die Verarbeitungsqualität und auch auf die Lautstärke, und das finde ich auch gut so, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel loben, aber ich finde es halt einfach cool, dass mal Hersteller wirklich wieder das Wesentliche ins Auge fassen, nicht immer nur hier, ja, cool, 16,8 Millionen Farben kann das Ding darstellen, aber wir haben dafür keine, ja, Übertemperaturschutz. Egal, ich will nicht so sehr abschweifen, zurück zum Straight Power 11. Wer sich so fragt gleich vorweg, in welcher Wattklasse gibt es denn eigentlich das Netzteil? Das fängt an bei 450 Watt, geht hoch bis 1000 Watt. Wir haben hier, danke an dieser Stelle von Be Quiet, auch das stärkste Modell bekommen mit 1000 Watt Gesamtleistung. Das gab es bisher bei der Straight Power Serie noch nicht. Also die Vorgänger ging bis 850, was ich weiß. 1000 Watt gab es noch nicht. Jetzt gibt es eben auch ein 1000 Watt Modell. Also sehr, sehr ordentlich. Also da ist wirklich für jeden was dabei. So, wer sich so ein bisschen jetzt, wenn wir schon beim Thema Technologie bleiben, wir haben jetzt eben diese Geschichte mit quasi kabelloses Design. Dann haben wir ebenfalls wirklich die modernste Technik an Bord. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen, weil sonst würde das Video wahrscheinlich 5 Stunden dauern, aber es ist die modernste Topologie mit am Start. Wir haben Half-Bridge, LLC, SR und DC-to-DC. Wer sich jetzt mit den Ausdrücken nicht auskennt, kein Problem, könnt ihr bei uns auf der Seite nachlesen. Wichtig ist hier nur für euch, das ist wirklich so die neueste und modernste Technologie, ja, was ein Netzteil drinnen haben kann, und die ist auch hier verbaut. Also alles, was man sich wünscht. Auch ganz wichtig, Thema Schutz. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich schweife jetzt wieder ab. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss das einfach auch hier in diesem Video nochmal einfach erklären. Nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter quasi, die Geschichte mit Netzteilen. Wenn ihr euch ein System zusammenstellt, dann spart bitte, um Herrgotts Willen, spart einfach nicht am Netzteil. Ein gutes Netzteil, das ist genauso wichtig wie ein gutes Mainboard, wie guter Arbeitsspeicher. Ja, da geht es jetzt nicht um die Geschwindigkeit per se, sondern es geht einfach darum, dass ihr wirklich ein Netzteil drin habt, das gut läuft, ja, dass ihr auch wirklich die Leistung erbringt, die auf der Schachtel steht, dass es stabile, also dass der ganze Stromfluss und das alles stabil ist, gleichmäßig ist, ja, saubere Wärme
Werte, dass man auch, und da kommen wir zum Punkt, auch sämtliche Schutzschaltung dabei sind. Ja, es kann immer wieder mal was passieren und da ist es wichtig, dass man dann auch die entsprechenden Schutzschaltungen haben, dass die auch rechtzeitig greifen und nicht, dass dann irgendwelche Komponenten bei euch im Rechner beschädigt werden. Und da liegt auch BigWhite sehr viel Wert drauf. Wir haben hier alles mit an Bord. Überstromschutz, Kurzschlussschutz. Wir haben auch ganz wichtig, was sehr oft bei Netzteilen leider noch immer fehlt, ist der Übertemperaturschutz. Das heißt, wenn das Ding zu heiß wird, dann eben geht die Schutzschaltung an. Also ist wirklich alles mit von der Partie, also alle wichtigen Schutzschaltungen. Wir haben da auch getestet, die haben auch alle rechtzeitig gegriffen, so wie sich das gehört. Also auch hier einen guten Job gemacht, die Jungs und Mädels von BigWhite. Ein weiteres Thema, was BigWhite immer sehr, sehr wichtig war, das ist das Thema Lautstärke. Und das wird auch für euch wichtig sein, wenn ihr ein System haben wollt, das leise ist. Ja, also viele investieren da viel Kohle in Wasserkühlungen und auch für die Grafikkarte, nicht nur für den Prozessor. Und dann soll natürlich nicht das Netzteil quasi schuld dran sein, dass richtig laut wird. Und deswegen hat BigWhite auch hier wieder den hauseigenen Silent Wings 3 verbaut. Das ist derzeit eigentlich ja der Flaggschiff-Lüfter von BigWhite. Den kann man eben auch separat einzeln erwerben, wenn man ihn zum Beispiel ein Gehäuse einbauen möchte, und hier ist er eben auch im Netzteil drinnen. Der Silent Wings 3, wir haben ihn ja schon mal getestet, deswegen mache ich es kurz, der zeichnet sich halt auch dadurch aus, der hat einen 6-Pol-Motor, dass die Anlaufgeschwindigkeit schon sehr, sehr niedrig ist. Also der Lüfter kann auch bei 200 Umdrehungen arbeiten oder arbeitet auch mit 200 Umdrehungen. In dem Fall hat auch BigWhite ganz klar gesagt, wir haben kein Semi-Passiv-Kühlkonzept, heißt, der Lüfter ist immer am Laufen, aber dadurch, dass er mit so einer niedrigen Umdrehungszahl läuft, in diesem Fall bei 200 Umdrehungen geht es circa los, der ist wirklich nicht hörbar. Und auch wenn das Netzteil richtig stark ausgelastet wird, es draußen heiß ist, könnt ihr sicher sein, der Lüfter wird nicht lauter. Also wir haben den mal wirklich voll hochgedreht und ja, natürlich dieses typische Lüfterrauschen, das hat man gehört, aber das ist wirklich minimalst. Also das sind andere Netzteillüfter deutlich lauter. Also auch hier einen guten Job gemacht. Also ihr seht, auch hier viel Wert auf Qualität gelegt, indem man einen hochwertigen Lüfter verbaut, nicht irgendwas Billiges oder irgendeine billige No-Name-Geschichte, und statt RGB hier lieber mal auf ja, geringe Lautstärke und natürlich auf lange Laufzeit. Ja, auch die also die Lebensdauer von den Lüftern ist sehr, sehr ordentlich. Also wir haben da schon ein paar von denen am Laufen bei uns im Gehäuse schon längere Zeit und ja, sind da noch immer super zufrieden. Was BigWhite ebenfalls noch angepasst hat beim B11 ist, wir haben hier ein voll modulares Kabelmanagement. Ich drehe das mal so ganz kurz. Ihr seht hier schon hier unten die Anschlüsse. Also es ist voll modular, das heißt, sämtliche Kabelstränge sind abnehmbar. Und die Kabel kann ich euch mal kurz hier zeigen. So sieht das aus, wenn das aus der Verpackung rauskommt, ein richtig fetter Batzen an Kabelsträngen, und die sind hier in dem Fall die haben eine Sleeve-Ummantelung, sind sehr schön flexibel, sind auch komplett in Schwarz gehalten, also Schwarz zieht sich da komplett durch, finde ich auch sehr angenehm. Und wie gesagt, komplett voll modulares Kabelmanagement. Das Netzteil hat auch einen sehr hohen Wirkungsgrad, hat offiziell das 80 Plus Gold Zertifikat. Der Hersteller gibt an einen Wirkungsgrad von durchschnittlich 93%. Wir haben das natürlich überprüft bei 230 Volt, also bei unseren europäischen eigentlich im deutschsprachigen Strombetrieb, also im 230 Volt, und da haben wir eben nachgeprüft das Ganze, und ja, der Wirkungsgrad wird eingehalten. Wir hatten sogar da teilweise leicht erhöhte Werte, also höheren Wirkungsgrad ist angegeben. Wir sind sogar auf 94% gekommen, also da sieht man, BigWhite flunkelt da auch nicht. Also dieses, auch wenn ja da oft diskutiert wird über das 80 Plus Zertifikat, ja, die nehmen keine Produkte aus dem Handel, sondern die werden von Hersteller eingeschickt, da gibt es ja Gold-Samples. Wir überprüfen das natürlich immer bei uns in der Redaktion, und ja, es passt einfach. Also wir haben wirklich hier die 93% auf jeden Fall, und das ist wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Wirkungsgrad. Ansonsten, um da nochmal vielleicht ganz kurz das Thema mit den Bauteilen zu erwähnen, man hat nicht nur beim Lüfter auf was Hochwertiges gesetzt, sondern auch die Kondensatoren, die da drin sind, sind sogenannte hochwertige japanische Kondensatoren, das muss nichts heißen. Ja. Das sind hier unter anderem, die sind auch geprüft auf 105 Grad Celsius, also hochwertige, kommen von Nippon Chemicon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Egal, es sind auf jeden Fall sehr hochwertige
hochwertige Kondensatoren, also nicht die irgendwelche Billigstoffer-Dinger, sondern Dinge, die wirklich auch für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind und auch wenn für eine hohe Betriebstemperatur. Also auch hier wieder, ihr merkt es schon, ja, Be Quiet möchte da, setzt da sehr viel Wert auf Qualität. Ja, ansonsten, jetzt überlege ich gerade noch, war irgendwas noch Interessantes? Ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte rausgehauen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Technik reingehen, sonst wird es auch ein bisschen zu trocken. Ich sabbel eh schon wieder 10 Minuten. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich mal so zu den wesentlichen Punkten. Also die ganzen Messwerte, wie gesagt, findet ihr bei uns auf der Seite. Restwelligkeit, diese kann ich mal kurz erwähnen. Also die Restwelligkeit, was wir getestet haben, auch die 12-Volt-Schiene, die 5 Volt und die 3,3 Voltschiene, die sind wirklich einwandfrei, also die sind von den Werten her alles im grünen Bereich, ja, auch die Restwelligkeit wirklich top, gibt es überhaupt nichts zum Kritisieren und daher kommen wir jetzt eben auch schon zum Abschluss, nämlich zu der auch natürlich noch die Frage, wie viel kostet das Netzteil? Ich habe hier jetzt einfach mal eben, wie gesagt, das 1000 Watt Netzteil. Das kostet knapp um die 200 Euro. Also offiziell haben wir UVB mit 209 gekriegt, aber der Preis geht recht schnell runter im Handel. Also wird sich das irgendwo so bei 200 Euro einpendeln. Wird dann auch ab, ich muss jetzt mal nachdenken, ich glaube so ab Mitte Januar sind die Netzteile dann im Handel erhältlich. Eben wie gesagt von 450 Watt bis 1000 Watt. Ich habe jetzt nicht, hau jetzt nicht alle Preise einzeln raus. Das mache ich dann im schriftlichen Testbericht. Schreibe ich euch nochmal die Preise hin von den einzelnen Netzteilen. Aber wie ich, also persönliche Meinung, 1000 Watt, knapp 200 Euro, ist ein absolut fairer Preis. Nicht jeder, Hand aufs Herz, die wenigsten werden 1000 Watt brauchen. Ich glaube, die meisten werden 550, 650 Watt nehmen. Und da ist auch ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben. Also sind wir irgendwo bei 130, 140 Euro. Also für so ein Netzteil, für die Ausstattung, für die Qualität. Ich bin wirklich wunschlos glücklich. Straight Power wird seinen Namen gerecht. Ja. Es ist halt wie ein nach wie vor ein Bestseller bei den Netzteilen, weil es halt eben eine Top-Qualität zum vernünftigen Preis anbietet. Ist auch für mich nach wie vor daher eine absolute Kaufempfehlung. Also, und ich erwähne es noch einmal, auch wenn es jetzt schon nervig wird, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr euch einen Rechner zusammenstellt, investiert auch ein bisschen mehr Kohle in ein gutes Netzteil. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe so oft schon erlebt, was sich manche von meinen Freunden für 0815 Netzteil eingebaut haben. Hauptsache hier 1080er Grafikkarte, fetter Intel-Prozessor, aber am Netzteil da wird gespart und das solltet ihr einfach nicht machen. Ja? Ihr riskiert da echt, dass da mal was in die Binsen geht und daher lieber ein paar Euro mehr und dadurch, dass es eben hier auch das Straight Power 11 gibt, das mit einem wirklich sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis der kommt, blutet auch nicht die Geldbörse zu sehr. Wer jetzt sich fragt, boah, gesponsert von Be Quiet, weil ich hier so viel Lob, aber nein, es ist so, ich sehe es auch immer wieder in den Verkaufscharts bei diversen Seiten, da ist die Straight Power Serie immer ganz weit vorne, also ich tue da jetzt auch nicht flunkern und nein, ich kriege dafür nichts bezahlt, also Hashtag no Werbung oder keine Ahnung, wie dem auch sei. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch Fragen, Anregungen, Kritiken hinterlassen in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt zum Netzteil, was ich vielleicht jetzt nicht erwähnt habe. Nochmal vielleicht in den schriftlichen Testbericht bei uns auf der Seite gucken. Da, wie gesagt, habt ihr die ganzen Messwerte. Ja, das war's dann auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Morgen, Mahlzeit, wann auch immer ihr das Video anguckt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.